Herzlich willkommen zum Body Media News Corner. Heute mit den folgenden Themen. Fitbox ist Wachstumschampion 2020. Body Street wird ein klimaneutrales Unternehmen und Five präsentiert eine neue Marketingaktion. Das junge Franchise-Unternehmen für EMS-Mikrofitnessstudios Fitbox belegt Platz 1 in der Kategorie Gesundheit der Wachstumschampions des Jahres 2020 und landet mit einer jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 125% auf Platz 26 der Top 500 Gesamtliste. Das ist das Ergebnis der Ranking-Studie, für die das Wirtschaftsmagazin Focus Business in Ausgabe 3 2019 gemeinsam mit dem Hamburger Institut Statista 12.500 deutsche Unternehmen analysiert haben. Berücksichtigt wurden dafür die testierten Geschäftszahlen der Jahre 2015 bis 2018. Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden in der Branche immer wichtiger. Seit diesem Jahr ist die Bodysuit GmbH ein klimaneutrales Unternehmen. Die Auszeichnung wurde dem Unternehmen für die Kompensation seiner Treibhausgase von der Focus Zukunft GmbH verliehen. Mit dem Erwerb von insgesamt 620 Klimaschutzzertifikaten hat das Unternehmen Bodystreet seine Treibhausgasemissionen für 2019 und 2020 ausgeglichen und unterstützt damit ein internationales Klimaschutzprojekt. Genauer gesagt ein Solarprojekt in Indien. Hüftschwung statt Hüft-OP ist der Name der neuesten Five-Marketing-Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Online-Marketing-Anbieter Faceforce angeboten wird. Wie der Name schon sagt, steht dabei das Thema Hüfte im Vordergrund der Kampagne. Mit Hilfe von Videos werden Menschen, die von Hüftproblemen betroffen sind, zu den teilnehmenden Fitnessclubs geleitet. Am 19. November stellt Wolf Harbert die Neuheit im Rückenkolleg in Rückmühl vor. Wer Interesse hat, kann sich dazu kostenfrei anmelden. Werfe noch einen ganz kurzen Blick auf die Events in den kommenden Wochen. Vom 9. bis zum 10. November findet der Achiso-Kongress in Kassel statt. Vom 16. bis zum 17. November die Fitness Expo in Basel. Vom 18. bis zum 21. November die Medica in Düsseldorf. Und vom 23. bis zum 30. November die Five Faszien & Mobility Week. Das war's schon wieder für heute mit dem Body Media News Corner. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like und einen Kommentar da und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal.